Hallo und herzlich willkommen, Leute, ne? Double up to Master oder wahrscheinlich auch weniger, weil, sind wir mal ehrlich. When you buy XP, ja, komm. Jede Choice of Powerful Items finde ich toll. Was sind Ja, Powerful da sind auch Items? so Support-Items so dabei, finde ich. Finde ich übel cool. Na gut. Kommt irgendwas Neues. Ja. Unterstützt mich doch in meiner Wahl. Was für eine Scheiße. Habe ich schon tausendmal gespielt. Musst du wissen, Johnny. Nee, weiß ich auch. Nach dem Rückschlag in der letzten Runde muss man sich ja jetzt auch erstmal wieder konzentrieren. Es ist schon wieder Wind. Ja, Wind ist echt doof, ne? Egal. Was letztes Mal nicht funktioniert, wird diesmal funktionieren. Auch wenn ich ja nicht weiß, ob die überhaupt mehr Attacks gekriegt haben, ne? Also fühlt sich irgendwie nicht so an. Ja, aber Xayahs Attack-Speed ist auch 0, ne? Ja, probably. Spiele ich denn hier? Weiß ich noch nicht, ne? Sorcerer und dann High Level gehen fühlt sich irgendwie kacke an. Changer kann ich nicht mehr sehen. Habe ich zu viel gespielt. Ich kann dir eine Qiyana schicken, wenn du willst. Für deinen Ishtar. Och. Warum? Nein, noch nicht. Aber desto früher man schickt, desto besser, ne? Ja, dann schick. Ich hab missklickt. I can't. Aber mein Wille war da. So, wir sind ja gut vorbereitet für Urf, Leute. Und dann geht's rein. Ich mache einfach Tome of Trades. Was immer ich jetzt hitte, das spiele ich. Oh mein Gott, ich habe ganz viele coole Optionen. Glaube ich. Super. Spielwörter geil? Nicht mehr, nee. Ist tot genervt. Scheiße, ist Shurima geil? Ja, sehr. Also einfach full Shurima gehen und sagen, geil, Ja, ich habe Feuer ja, gemacht. ja. Dann los. Ich zumindest ein riesen Fan von. Spiele ich gerade auch. Aber hey. Nee, was? Machst du nicht? Nee, ich verkauf's ja jetzt dann gleich. Ich spiele Invoker. Du musst ja nicht verkaufen, du kannst immer schicken. Ah, ich hab. Ja. Also, ich hab zwei Milios und eine Qiyana für dich aufgehoben, aber du willst jetzt beides nicht. Nee, will ich nicht mehr, will ich nicht mehr. Aber du kannst Milio selbst nutzen, oder? Ja, hätte ich gemusst, ja. Sehr gut. Soll ich den Milio halten? Ja. Actually, mein Income ist wichtiger. Ach so, ja, danke. Aber ja, wäre super gewesen. Okay, ja, aber Shurima ist actually einer meiner großen Lieben. Ich spiele sehr viel Shurima Mordekaiser. Okay. Der macht Spaß, aber mit Shurima macht er einfach alles Spaß. Aber was ist Shurima? Ist einfach nur dieses. Es kennt schon wie vorher auch, oder nicht? Ja, aber auf 4 geht's schon für alle und auf 6 zum Start des Fights. Vorher bei 7, oder? Und du hast quasi Ah. einfach. Das scaled ja mit HP. Das heißt, es gibt einfach ganz viele Units, die ja irgendwie mit HP scalen. Und selbst so ein einfach eine Warmox irgendwo drauf zu klatschen, fühlt sich auf einmal cool an. Weil die halt tanky sind, actually, ne? Wolfblock ist so broken. Nee, ist es nicht. Was ist denn die Waffe, die der Doggo loslässt? Wenn Oder fallen lässt? die Unit ultet, kommen die Wölfe und hauen mit drauf. Ah. Das ist halt zum Beispiel sehr, sehr gut in Kombination mit Samira oder Cassio. Also irgendwas, das Ja. halt niedrig Mana hat. Aber ist Also natürlich sie auch ist gleich schwer auf auch, die oder zu. nicht? Ja, sie ist auch okay. Aber du kriegst jetzt eh schwer auf die Backline, ne? Weil es eine Melee-Unit. Jetzt kommen hier wieder ein Gegner extra. Ich weine. Oh, hast du dir nur Reste. Da hat jemand ordentlich verloren. Scheiß auf Melee. So, ich brauche alles, was in Voker ist, ne? Ja. Da bin ich Soll ich überhaupt jetzt nicht zu ein haben. Video schicken, oder?
Ja. Wir müssen mal überlegen, wer von uns die Cassio spielt. So, ja, ich spiele Cassio 1 nur. Also, Cassio 2. Mhm. Dann war's das. Ja, ich denke, ich bleib dann auch bei Cassio 2. Oh, Invoker ist Tier 5 bei Solo. Das ist rot. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist rot. Ja, blutrot, weil die Gegner dann sterben werden. Ja. Oh, ich verliere hier. Vergessen, Kampf zu gehen. Was sind meine Carry Special Reamer? Ist immer noch Azir einfach? Ja, aber Nasus vor allem auch. Nasus ist so eine crackte Unit, Mann. Okay. Und dann halt Mordekaiser, hast du gesagt, ne? Ah, kannst du eigentlich spielen, was du willst. Komm, echt viele Units in Frage. Ich habe Mordekaiser gespielt. Ja, also, sag schon entfernt, das ist so traurig. Du kannst Swain zum Beispiel als Shurima machen, der fühlt sich sehr unfern dann. Okay. Ich habe im Early Midgame immer gecarried. Du bist dran, Brücki. Ich suche mal nach, also ich suche mal nach Mordekaiser Items. Ja, aber also das ist echt sehr kompliziert. Also das Endboard ist übel cracked, aber voll schwer zu hit. Nimm einfach nicht Morde. Such einfach Azir-Items. Azir ist ja. Papala Pap. Du hast ja jetzt schon Rageblade, du bist auf einem guten Weg für Azir. Das wird ein Rapid Fire für Morde. Gut, nicht gut? Alter. Ah, der empowert das in der Autotex. Ja, das wurde auch genervt. Spiel bitte einfach Azir. Nö. Ja, gut. Ah! Outplayed! So. Und spiel ich dich. Okay, Terix und Karmas hätte ich gerne von dir. Beides soll dein sein, sobald ich einen finde. Sehr gut. Das ist die richtige Einstellung. War normalerweise nicht immer Poppy Carry Tier 5 bei Solo? Weiß nicht. Aber ja, Solo war schon Poppy Helfer. Richtigerweise. But nonetheless. So, ich hätte hier schon mal einen Renekton 2 warm. Das wäre cool, ja. Soraka brauchst du nicht, oder? Oder willst du Soraka auch haben? Ja, wenn du gerade einen zum Schicken hast, dann schick mal Soraka gern rüber. Gerne. Okay. Ja, den Renekton 2 würde ich dir dann gleich schicken. Ja, ist alterlich, ne? Wir haben noch 84 jetzt spielen. Ja. Das läuft schon viel besser als eben. Lukas Kelly zu spielen ist ein Double-Up, glaube ich, einfach garbage so. Der eben Renekton, Vi und nach 4 Restore, das war einfach so egal, weil halt alle. Ich gewinne einfach. Ich wollte gar nicht gewinnen. Ja, du hast Silco, Mann. Eine krasse Unit. Maschine. Ja, Economy ist am Arsch. Ja, bei mir aber auch. Dankeschön. Gerne. Dann hoffen wir mal, dass das hier was wird, ne? Invoker liest sich auch einfach scheiße, ne? Schon krass. Aber maybe in Karma we trust. Ja. Wenn wir zwei Langschwerter, zwei Dingsblades bekommen, ja? BF Swords. Ja, machst ein Gumblet draus. Achso, aber du musst auch Rage Builders bauen.
Wir können sowas gut geben eigentlich. Also Attack Damage in General. Unter Shurima. Dann mache ich einfach nicht Mordekaiser, oder? Dann mache ich einfach, keine Ahnung, Xayah oder Nila oder so. Nein? Ja, man kann es machen, aber ich glaube, also Deathblade ist gerade eh nicht so gut und. Nein? Ich sehe da jetzt nicht so den Mega-Purpose. Ha. Ich würde einfach Gunblade und dem Nasus einen Sterax bauen. Also aktuell finde ich, kommt man eigentlich, egal aus welchen Items, immer in der AP kommt, wenn man will. Sterax? Ja, mit Giants Build. Also so ein Halbtank-Item. Ah. Kannst eigentlich ganz gut spielen dann. Ah, so. Ist neu, ne? Ja, und auch cool. So weak, man. Crazy. Du wirst so eine Karma noch haben, ne? Karma wäre gut, ja. Ah, schick mal dir, kein Problem. Karma wäre super. Was genau machst du da mit deinem Spear? Den habe ich reforged. Achso. Ja, slam doch einfach mal dein Rageblade. Der wäre doch super. Nein. Warum denn nicht? Weil ich immer noch der Mordekaiser-Idee habe. Jetzt, wo meine BF-Swords gone sind, sehe ich mich da sehr. Ja, aber also du hast für Mordekaiser kein Slayer, du hast keinen Noxus. Na, brauche ich ja nicht, ich habe ja Shurima. Na gut. Also ich kann dir das Endboard schicken. Ein Johnny Exclusive. Das habe ich mache das Endboard selbst. Aber das kannst du nicht, ist zu schwer. Da muss ich wirklich von Johnny nehmen, ja? Das ist. Da muss ich auf dem Drittkanal bei Johnny vorbeischauen, um dann zu wissen, wie es geht. Das ist schon krass. Glaube ich. Also, das ist wahrscheinlich mein schönstes Board meines Lebens. Habe ich jetzt dein Interesse genug geweckt? Komm, ja, aber. Geh doch mal oben auf diesen Teambilder. Nö. Na gut, dann halt nicht! Ich bin so stressig jetzt. Während ich will beim TFT spielen, will ich ganz entspannt meinen Hohn in der Hand halten und dann gucken, wie sich Leute prügeln. Oh, wir sind ja Yumi Zoom-Sohn. Wir kriegen ja schneller Level. Das habe ich schon wieder völlig ausgeblendet. Wie läuft's denn bei dir? Noch nicht gut. Ja, so geht's mir auch. Aber ist nicht schlimm. Also wir haben ja auch Zeit. Ja. Zeit, aber jetzt ja keinen Stress. Nö, ach du. HP ist ja auch nur eine Zahl. Ich glaube, ich spiele ja einfach irgendeine Bill Gates Comp. Und scheiß auf Invoker irgendwann. Was ist denn Bandit City Rise? Da kommt der ganze Scheiß von der Bank, ne? Ist das nicht der Baum, wo die Leute tanzen? Nee, das ist Ionia. Also. Ich kriege jetzt einfach alle Legendaries an und dann gucken wir mal, was wir da für Synergies draus bauen können. Also, wenn ich den Completed Item Anvil, Spatula und Component Anvil, nur die Component Anvil, oder 2D3 Champions? Ich würde auch schon den Spatula nehmen. Dann los. Ja, ist natürlich jetzt super mit dem Über 4. Klasse. Okay.
So, was spielen wir hier, Leute? Welcher Shurimana profitiert denn von einem Shoujin? Keiner. Interessante. Ja. Weil er natürlich auch ziemlich lang lockt, ist in den Animationen, ne? Auch wahr, ja. Hättest du gerne Spatula, zwei Training-Dummies, ein Component-Anvil oder zwei Tier-3-Champions? Profitieren die, du bist ein kleiner Wichser. Profitieren die von Shurima, die Training-Dummies? Nee, aber du kannst jetzt einfach noch einen Shurima bauen. Mit der AP. Oh ja. Das ist ja übel cool. Das riecht stark, ja. Good job, Johnny. Gerne, in 4.1 habe ich auch einen Nasus direkt für dich ready. Ja, geil. Ja, geil! Den brauche ich irgendwann zwar auch mal, aber irgendeine gute Invoker-Unit. Man sich ist Morellus mit Silco bestimmt gut, oder nicht? Ja, kann man spielen. Also meistens muss man Silco halt als Main Carry spielen, dann ist das ein bisschen kacke an, aber... Ja, in meinem Fall ja nicht. Eben. Dann haben wir auch unseren Abnehmer für Chojin auch gefunden. Oh, ich hab bekommen. Ein bisschen... Ja, das waren sehr Big Hits für uns. Jetzt haben wir Ziele vor Augen. Jetzt geht's richtig ab. Ja. Ich hab hier auch. Auf diesem Board hier anscheinend auch. I'm hard cooking. Ah, schön. Und wir kämen auch erstmal raus. Ja, jetzt wird krass. Jetzt wird heftig. Ja, ich muss jetzt doch Level 9 kommen, ne? Also, du musst mich jetzt ein bisschen tragen. Nein, ich muss auch Level 9 kommen. Nee, du musst mich jetzt tragen. Nee, das geht hier doch perfekt auf, Leute. Du hast mich, ne? Wir gehen die Wölfe schon noch, aber... Cool, ich hab einen Nasus, das ist geil. Ey, Kimi, danke für den Raid. Ich weiß, ihr hattet heute einen wunderschönen Stream. Hab mich lange zugeschaut. War sehr süß. Wir verlieren gerade ein Double-Up. Die ganze Zeit. Ja. Wissen wir noch nicht warum. Ah, ich habe noch so ein Ding. Ah. Jetzt geht's nicht mehr perfekt auf. Machen wir jetzt. Weiß ich noch nicht. Amdo, dankeschön. Konzentrationsleute, ja, so ist es. Schon mal. So. So. Das sieht alles absolut terrible aus. Bei mir. Und bei dir? Ich find's hübsch. Sehr gut. Du hast einen Nasus gehittet, ne? Deswegen habe ich den jetzt nicht rübergeschickt. Trotzdem schicken. Okay. Aber ist egal, also dein eigenes Board ist auch wichtig. Ja, mein Board ist komplett ass. Ich verliere jeden Fight. Ich auch. Das ist gut. Dann gehen wir wenigstens einen Gleichschritt unter. Ja, wir haben es noch, also wir werden safe gut dastehen. Ja. Denke ich auch. Oh. Bad alles hier, denke ich. Ja. Ah, was hältst du von der Belves? Ist sie besser als Mordekaiser? Stimmt, ne? Also Mordes geht halt schon sehr gut mit Shurima, ne? Weil er halt von dem Leben profitiert, vom Rack profitiert. Belves jetzt nicht so sehr, aber auch ein Stück weit. Kannst ja beide spielen, ne? Hast ja zwei Shurima-Embleme. Ja, aber ich werde Silco weiterspielen, denke ich.
Seku ist schon sehr bad mit Shurima. Der Sinner geht ja gar nicht. Ach, Mann. Mann, Johnny! Ja, ich denke, wir müssen jetzt all in, ne? Ist jetzt auch langsam vorbei für uns. Ich schick dir mal noch einen Nasus. Ja. Und schön. Dann müssen wir mal eine Runde beten. Also Rice? Ja. Danke, Chat. Sind die Besten. Danke, Chat. Mal sehen. Aber hast du eine krasse TFT-Elo oder? Ich glaube, ich spiele einfach richtig scheiße. Ich glaube. Liegt weniger an denen. Der wird chillen ein bisschen viel und dann haben wir kein starkes Board, ne, nach dem Chill. Ja. Ist sie gefährlich. In Kombination. Oh, aber jetzt, da ist die Ari, da ist mein Durchbruch. Ja. Ja, doch. Und dein Cassante ist auch da. Ja, will ich den haben? Ja, natürlich. Bin ich sicher. Ich bin jetzt, aber Nasus 2 wäre, glaube ich, bigger gewesen, weißt du, für ein Game State. Hast oder nicht? Du vollkommen recht. Okay, cool. So. Ich brauche jetzt, wenn ich Stufe 9 bin, ja, habe ich gewonnen. Einfach 9 kommen. Dann ist es easy. Letztens noch so einen langen Text im Challenger-Disco geschrieben, warum Shurima 9 Bait ist, aber. Oh, nice. Da hatte ich auch meine Gründe für. Die Gründe sind jetzt auch nicht mehr relevant. So. Und aber jetzt wollen wir mal schauen hier. Will ich Weltspiel das hier oder nicht? Ja, bitte. Mal decent, ne? Wahrscheinlich. Mega. Ja, Slams. Hand of Justice, go. Am Zweifel. Nichts mehr hinterm Berg halten. So, Ari. Do something. Na gut. Ja, aber anders, wir sind gerade Reroll, kommen es einfach nur besser, oder wie sieht's aus? Also ich spiele nur gegen Low-Tier gepushte Dreier. Ja, wie viel Gold brauchst du denn noch bis 9? 80. Na gut. Tut jetzt weh, Leute. Heißt, alles kacke. Ich kann's bei dir. Ich mein Wort nicht mehr ganz so kacke, aber die haben halt alle mal alle Tier-3-Champs, so. Ja. Ich habe gerade einen Heimer mit 3 equippten Türmen verkaufen müssen. Das hat sich nicht gut angefühlt. Alles für den Win. Hm? Alles für den Win. Okay, ja, ich denke, wir sind online. Ne? Besser spät als nie, sagt man ja auch gerne. Das ist wichtig, weil ich bin nicht online. Johnny, wir können nicht zweimal so schlecht sein. Ich habe eigentlich immer, ich gewinne immer alles eigentlich im Double Up. Ja, ich auch. Ich, also. In den letzten 50 Games war ich zweimal 1-2. Aber es, ne, man wächst ja auch an seinen Herausforderungen und so. Einfach Z, oder? Ich sag einfach, Z ist schlecht. Fertig. Ah, denke ich auch. Who can stop me?
Jetzt die Items kennen wäre wahrscheinlich wichtig, ne? Ich weiß ja nicht, ob wenn Heimer von der Bank kommt, ob der dann was macht. Also ob der seinen Turm hat. Das ist so ein useless Gefühl, Bro. Er hat nicht seinen Turm. Bin ich eher ein Problem. Oh, Night Harvest macht Bonus Damage. Raus leider. Excuse. Komme! Ja! Also, dafür, die sofort ascended sind und so, ne? Ja. Hab ich so auf die Fresse bekommen. Aber du hast halt auch Carry gespielt, der keinen Traitor filtert, ne? Ja, aber ich hab Mordekaiser 2, ich hab Silco 2. Ja, Nasus 2, also das ist ein teures Ja, aber du hast ja kein Sorcerer, kein Slayer, kein Noxus. Doch, du hast Noxus 3. Ah. Ja, es kann nur besser werden, ne? Aber welchen Trade erfüllt denn einen Silco bei dem. Bei dem Aphelios? Ist auch nicht viel besser. Nee, aber spielt man Silco mit Aphelios? Also gegen den, den ich verloren habe, der hat einfach Aphelios gespielt. Mit Silco. Das war dann plötzlich gut. Was ein Arsch. Was ein Arsch. Ist ein Arsch. Ja, Leute, Gott sei Dank sind ja die Placement-Matches nicht so wichtig.